Hallo und willkommen zu meinem Video. Ja. Ich muss zugeben, wir haben heute den 28. August und ich habe dieses Mal mit meinen Sprachproblemen echt lange gebraucht. Also es war wirklich auffallend, wie lange ich gebraucht habe im Vergleich zu sonst immer. Oh, da geht schon wieder schon von vorne rein. Egal. Ja, also es war dieses. Ich war entschuldigt. Für mich ist es gerade ein bisschen schwierig, dieses Mal anzufangen. Weil, ja. Okay. Also nochmal Neustart. Willkommen zu meinem Video und vor allem willkommen zu meinem Update. Erzähle euch jetzt alles, was die letzten Wochen bei mir passiert ist. Und ja. Ich werde euch jetzt einfach mal auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Und ja. Also gut. Ich fange jetzt im Juli an. Und ja. Also der 1. Juli war zwar Schlafmangel, aber okay. Der 2. Juli war der schlimmste Tag bisher in meinem bewussten Erleben. Entschuldigt, ja, tut mir leid. Tempobox immer unterm Tisch haben. Also bei mir zumindest. Ja, am 2. Juli ist mein von mir sehr geliebter und sehr verehrter Großvater gestorben. Also der ist dieses, das ist irgendwie ganz plötzlich passiert. Wir haben alle nicht damit wirklich gerechnet. Und ja, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich darüber reden soll, was ich sagen soll, wie ich das beschreiben soll, weil es immer noch für mich total surreal ist. Und ich immer noch in so dem im Modus bin, kann ja gar nicht wahr sein. Also ich warte irgendwie immer noch drauf, dass ich einen Anruf bekomme oder irgendeine Nachricht oder irgendwas und irgendjemand sagt, ja, nee, war nur ein bösartiger Scherz. Und Opa lebt noch. Und ja, also zum Thema Update, weil wir hier ja auf meinem Kanal zum Thema mein Leben als Asperger und meinem Autismus sind, weil ich kann ja immer nur von mir aus erzählen, kann ich sagen, dieses Mal kann ich trauern. Also dieses Mal, ich bin ultra instabil gerade und ich bin gerade ein Wasserfall. Also ich heule sehr schnell los. Es ist auch total faszinierend. Ich habe immer gedacht, ich bin die dann, wenn es sowas passiert, die dann überhaupt nicht weint. Und alle anderen um mich herum heulen die ganze Zeit und ich bin dann so und genervt und alles. Und jetzt stellt sich raus, alle um mich herum weinen total wenig im Vergleich zu mir und ich bin total der Niagara-Fall. Bei mir kommt so rausgefühlt alle paar Stunden und sobald ich muss bloß an einem Bild von meinem Großvater vorbeilaufen oder nur an ihn denken oder wie auch immer und schon fängt es wieder an, entschuldigt. Ja. Auf jeden Fall, das war im Juli. Ich werde euch dazu wirklich noch viel mehr erzählen, aber ich weiß nicht, ob jetzt oder ob in ein paar Jahren, weil im Moment stand jetzt, fällt es mir schwer, darüber zu reden. Und ich habe mich auch ehrlich gesagt ganz lange ums Videodrehen jetzt gedrückt, nach dem Motto, wie sage ich's? Was sage ich? Und ja. Samstage sind gerade für mich total die schlimmen Tage. Also ich hasse gerade alle Samstage, weil da wird es immer noch mal eine Woche länger und so das Gefühl von jede Woche, wo sich dann rausstellt, es ist kein Scherz, wird es immer realistischer und ja. Ja, also gehen wir weiter. Wann vom 2. Juli war am 13. dann die Beerdigung. Ich war nicht da. Ich gebe es ganz ehrlich zu, aber wie gesagt, darüber reden wir dann weiter. Aber ich versuche euch einfach die Tage ein bisschen aufzudröseln, damit ihr wisst, was bei mir so los war, wo was passiert ist, wo ich nicht nur im Bett lag und wie ein depressiver Klops geheult habe. Oder Albträume hatte. Juli. Ja, also Juli ist nicht mein Monat.
wird er nie mehr. Also das merke ich schon. Julis mögen mich einfach nicht. Ja, dann am 24. hatte ich ja dann Geburtstag und wir haben uns entschieden, meinen Geburtstag zu feiern, weil mein Opa sich das gewünscht hat und auch gewünscht hätte für uns, weil er gesagt hat, er möchte auf jeden Fall diesen Geburtstag mit mir feiern und naja, ging dann halt nicht mehr. Und so haben wir den dann trotzdem gefeiert. Wir waren dann aber dieses Jahr bei uns zu Hause und wir waren also wirklich kleinster Kreis, meine Eltern, ich und meine Großmutter. Und dann, was auch noch sehr schön war, war, dass meine Tante Bella auch noch zu Besuch gekommen ist. Und das war wirklich toll, weil also sie ist dann spontan noch dazugekommen. Und es ist auch so eine ganz spontane Geschichte. So, sie ruft am Tag oder zwei, glaube vorher an und sagt, ob sie noch was vorbeibringen könnte. Und dann habe ich so gesagt, ja, komm doch vorbei und ist auch noch mit uns zu Abend. Und ja, und dann ist sie auch noch gekommen. Und wir hatten echt einen. Ja, wir hatten echt viele tolle Sachen so. Ich könnte jetzt hier ein paar Bilder einblenden, aber ehrlich gesagt, hier wird nicht geschnitten und hier wird nichts gemacht, weil, ja. Obwohl, ich weiß noch nicht, vielleicht. Na, nee. Ist mir zu viel Arbeit, ist ehrlich gesagt. Und da habe ich nicht die Kraft dafür. Ja, ich werde euch dann vielleicht noch ein Video einfach. Nee. Es ist immer so dieses Entschuldigt. Es ist bei mir gerade so das Prinzip, ich möchte viele Dinge tun, aber es fehlt einfach die Kraft und die Energie dafür, weil ich einfach, ja, war nicht die, Mann, nicht die Power habe. So. Faszinierend. Ja, das ist hier, das geht schon rein, aber hier ist alles noch nicht interessant. Echt, ich habe einen komischen Haarwachstum, auf dem Kopf zumindest. Ja. Ich habe mich dann auch also ich habe mich dann auch an meinem Geburtstag entschieden, dass ich meine Haare jetzt wieder also dass ich meine Haare jetzt viel länger wachsen lassen möchte. Ich möchte die jetzt so lange wachsen lassen, dass ich die zu hinten zu einem Zopf machen kann. Aber was ich mich eben auch entschieden habe, ist, dass ich ab jetzt ein Shampoo benutze und einen Conditioner, der dafür sorgt, dass die Haare sich mehr locken. Weil ich möchte dann so ein lockiges, also dass es mehr wieder Locken sind. Weil ich habe bis jetzt habe ich immer versucht, die Haare so gut wie möglich ein bisschen zu glätten. Aber mein Opa hat immer die Locken an mir gemocht und ich finde irgendwie, ja, ich weiß nicht, vielleicht wegen Opa, vielleicht auch einfach so, aber ich möchte wieder mehr Locken in meinem Haar haben. Ich meine, ich bin ja von Natur aus, habe ich eher lockiges Haar. Ja, das möchte ich wieder mehr haben. Ja, ich mache doch nachher noch ein Video zu meinem Geburtstag. Ja, da machen wir noch was. Und dann schneide ich da ein bisschen was und zeige euch ein paar Bilder und dann machen wir das so. Ich finde das jetzt schon, ich finde es doch im Nachhinein ganz nett, wenn ich da ein bisschen euch was davon erzähle, weil es war ja doch ein ganz netter Geburtstag. Ja, was noch? Oh, ich weiß jetzt schon, dass Zukunfts-Elena mich nicht mögen wird für diese Entscheidung. Ja, entschuldigt. Ich merke es jetzt schon, wie sie mich nicht mehr mag. Ja, auf jeden Fall dann als nächstes könnte ich euch noch erzählen. Ja, was könnte ich euch noch erzählen? Ja, dann war au Anfang August, nämlich der 3. August und halt meine Oma umgekippt. Also die ist dann, meine Oma ist dann vor der Tür irgendwie, hatte kurzzeitig das Bewusstsein verloren und ist dann umgeflogen und hat sich dabei die Hüfte gebrochen und, also nicht die Hüftknochen, aber ihren Schenkelknochen und sie hat ja schon künstliches Hüftgelenk gehabt und das ist, also das Röntgenbild sieht, ist ihr ganzer Knochen ist komplett mit Draht umwickelt, weil es irgendwie da alles gebrochen ist. Und jetzt liegt meine Oma gerade, musste meine Oma dann am 4. operiert werden. Und ja, und dann ist sie, ich bin mir jetzt gerade noch nicht sicher, dann vor ein paar Tagen ist sie dann in eine Kurzzeitpflege gekommen und ja, und wo sie, also sie ist jetzt nicht mal in der Nähe, also sie ist, glaube 4, 5 Städte weiter weg und ja, dann liegt sie jetzt gerade im Krankenhaus und wir hoffen alle, dass sie am 19. Genug
Stabilität wieder in ihrem Knochen hat, dass sie weiter zur Reha kann. Ja, und dann circa am 10. ist meine Tante Bella ist mit sehr starken Kopfschmerzen auch noch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Also ihr geht es jetzt schon wieder sehr soweit so gut, aber ja, waren heftige Wochen die letzte Zeit, muss ich schon sagen. Also ja, habe ich mal gerade nicht tauschen. Ich will ja nicht mal, ich will ehrlich gesagt gerade nicht mal ich selber sein, weil ich es nicht, weil selbst nicht weiß, wie ich das überhaupt gerade überstehe. Also im Moment bin ich sehr froh, dass es Psychopharmaka gibt, weil ich nehme gerade sehr viel beruhigungsmittelmäßiges Melpopon, um mein Gemüt etwas zumindest im Gleichgewicht zu halten. Weil jetzt ungefähr seit 5 Tagen ist auch meine Angststörung wieder komplett aktiv. Also da geht es jetzt gerade auch wieder ein bisschen bergab. Wobei ich seit gestern so ein bisschen wieder, also so ein bisschen, aber auch wirklich nur ein ganz klein bisschen einen Aufschwung spüre. Und ja. Ja, es ist kein tolles Update. Ich kann nicht sagen, dass irgendwie die letzten Monate. Ja, mein Vater und ich, wir betätigen uns künstlerisch. Das ist was ganz nett ist und so. Aber da verließen sie uns auch schon mit Sachen, wo man sagen kann, läuft gut. Ja, das war's mit meinem Update hier soweit. Ich möchte mich an diesem Punkt dieses Videos schon mal im Vorhinein entschuldigen, falls ich irgendwann Videos in nächster Zeit aufnehme, wo ich konfus bin, wo ich einfach nur traurig wirke, wo ich nicht gut drauf bin, wo ich einfach wirklich down under bin oder wie auch immer man es formulieren will. Aber ich kann einfach nicht so tun, als wäre alles in Ordnung, wenn ich gerade mitten im Trauerjahr stecke und für mich auch ein neues Erlebnis, ich tatsächlich traure. Tja, geht nicht. Ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit trotzdem und naja, wie sagt jeder bei uns in der Familie gerade, irgendwann wird schon wieder besser werden. Kann ja nicht anders. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt eine wunderbare Zeit und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was bei euch so die letzten Monate los war. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riefmeinoutlook.com. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.